Naja, grundsätzlich ist es schon sinnvoll, weil man natürlich mit der Waffenverbotszone als Exekutive das Recht hat, einfach verdächtige Personen an Ort und Stelle zu durchsuchen, mhm, auf Waffen. Das heißt, ich kann einmal schauen, hat jemand, es wird sicher dann jemand daherkommen und schreien wieder Racial Profiling und so weiter, aber entsprechende Verdächtige anhält und schaut, haben sie ein Messer eingesteckt. Haben Sie einen Baseballschläger mit, den Sie nicht für ein Spiel verwenden? Haben Sie mit einem Gürtel? Also das ist schon ein Punkt, der sicher wichtig ist. Ob es jetzt grundsätzlich sich nur auf die Favoritenstraßen und diese drei Problembereiche, den Viktor-Adler-Markt, den Keplerplatz und den Räumerplatz beschränkt, weiß ich nicht. Das wird man sehen. Es ist jetzt momentan ruhiger. Das gestern war eine Handgreiflichkeit mit einer Gabel. Das war also Gabelbissen, haben wir auch nicht gewusst bis jetzt, ja? Was? Ein eskalierter Gabelbissen, wenn man das mit den Augenzwinkern sehen darf. Aber es ist jetzt nichts Großartiges passiert, Gott sei Dank. Aber was daraus tatsächlich passieren wird, das kann man nicht abschätzen. Ist jetzt die Szene, die Kritiker befürchten, dass die Szene einfach verdrängt wird, dass es dann so ausschaut wie mit dem Korsbauer, wo wir in die 80er Jahre die große Drogenszene gehabt haben, dann kam dieses man fährt rein und jetzt sind es überall. Also überall, wo die U-Bahnen hinfahren. Und ich glaube, das wird auch das Problem sein, wenn man nicht das Problem an sich, an der Wurzel anpackt, nämlich einfach die Redelsführer rausholt, die Ältesten sich anschaut und einfach die Bandenführer sich einmal zur Brust nimmt, sondern einfach nur eine Verdrängung stattfindet, dann werden es dann überall sein. Ja, absolut richtig. Gerald hat auch gesagt, wenn es schon für viele Dinge dennoch zu spät ist, ist natürlich dramatisch dargestellt, aber du natürlich immer als Krone-Chef mit den ganzen Fällen betraut, findest du nicht, dass es jetzt schon auffallend viel ist einfach in letzter Zeit, was immer für Meldungen kommen und es wird immer brutaler, in häufigeren, in kürzeren Abständen? Ja, wer mit offenen Augen durch die Welt geht, sieht das eh. Da brauche ich nicht viel berichten darüber. Ich lade jeden Tag ein, mit mir. Ich wohne im Umland, ja, im Norden von Wien. Und jeder kann mit mir gerne pendeln, mit dem Zug rein und rausfahren. Ich zeige ihm, wo, was, wie aussteigt, warum, was passiert, warum die Gewalt eskaliert. Warum die Fehler passiert sind, das kann ich auch jetzt nicht, ja, sagen. Es ist aus einem gewissen Grund sind gewisse Leute nicht integriert, mhm, und haben viel Freizeit und viel jugendliche potenzielle Gewalt, die rauskommt und raus will. Mhm. Abschließend vielleicht noch, was müsste passieren aus deiner Sicht her, von der politischen Seite? Viele sagen jetzt wieder generell, mehr Polizei müsste man einsetzen. Naja, das ist schon eine Sache, das ist auch das, was die Leute sich wünschen, ist einfach mehr sichtbare Polizei und tatsächlich auch besetzte Polizeiwachzimmer und ein Grenzpolizist, der durch die Gegend geht und an dem man sich wenden kann und nicht wie jetzt einfach, jetzt haben wir da gehabt, diese Container in Favoriten stehen. Immer die, noch, ja? Nein, das ist nicht wahr, sie sind am 5. Okay. April sind sie weg, das, okay, die war da zeitlich begrenzt. Die, ja, Waffenverbotszone ist ja im Grunde genommen auch nur bis Ende, genau, Juni. Also das ist, man braucht dauerhafte Lösungen und jetzt so kurze Ansprechcontainer, die ich weiß nicht, was die bringen sollen, außer dass man als Bewohner vor Ort vielleicht einmal in ein paar Wochen lang sagen kann, da fürchte ich mich oder da nicht. Also es braucht tatsächlich dauerhafte Lösungen. Das heißt, ich brauche Integrationsarbeit, ich brauche Jugendarbeit, ich brauche konsequentes ich habe genommen gegen organisierte Kriminalität. Es ist in gewisser Weise Jugendkriminalität, ist organisierte Kriminalität. Gegen die muss man mit entsprechenden Mitteln und mit entsprechenden Mannschaften vorgehen. Weil es beschränkt sich nicht auf Favoriten. Ja. Vielleicht auch noch die letzte Frage. Wir haben noch ganz kurz Zeit. Ja. Bist du auch manchmal beunruhigt, wenn du an die Zukunft denkst, wie beide Kinder, dass man denkt, wie entwickelt sich das Gewaltpotenzial auch? Man kann das ja nicht mehr irgendwie kontrollieren, man weiß nicht, wo das hingeht. Wir sehen den Fall von der 12-jährigen, ja, Täter immer noch auf freien Fuß. Es sind Dinge, die einfach schockieren. Ja, mein Sohn ist 13. Er lebt in einer anderen Welt als die Kinder. Also, aber wir kommen trotzdem wieder mit in Kontakt, weil die Burschen fahren mit der Schnellbahn raus, dort wo die wohnen, besuchen ihre Cousins, stehen dann vor dem Spar, vor einer Supermarktkette, ja, und reden lustigerweise laut und so, dass jeder hört über Schutzgeld, dann kann ich mir schon vorstellen, wie das weitergeht. Ja. Aber ich will es natürlich nicht und ich finde auch, dass man da ganz, ganz massiv und ganz
ganz trocken reinfahren muss und einfach es sind immer die größten Jugendlichen, die die anderen mitziehen. Das sind die 13 bis 25, keine Ahnung, die Größten, die heute halt um die 2 Meter rangehen oder irgendwie einfach mehr auffällig sind, die anderen mitreißen. Und die muss man sich rausholen und die muss man irgendwie zeigen und auch mit den Konsequenzen zeigen, die es hat, wenn man gewalttätig in unserer Welt sich bewegt.